Willkommen bei Medizinmensch. In dieser Folge lernst du über Ferritin. Wir besprechen Gründe für einen zu niedrigen Spiegel von Ferritin und praktische Beispiele, die dir dabei helfen werden, Ferritin besser zu verstehen. Die Aufgabe von Ferritin ist in der Speicherung von Eisen. Eisen kann im Körper direkt nur sehr begrenzt gespeichert werden, da es bei zu hohem Spiegel toxisch wirkt. Aus diesem Grund wird bei einer Verfügbarkeit von Eisen Ferritin gebildet. Dieses Speichersystem hilft, kurzzeitige Defizite in der Eisenaufnahme zu überbrücken, indem das gespeicherte Eisen wieder in freies Eisen umgewandelt wird. Bei weiter bestehendem Defizit sinkt natürlich dieser Ferritinspeicher ab, wohingegen der Eisenspeicher aber noch lange Zeit konstant ist. Aus diesem Grund ist Ferritin ein exzellenter Messwert, um festzustellen, wie gut der Eisenspeicher des Körpers gefüllt ist. Was sind Gründe, den Ferritinspiegel zu testen? Ein wichtiger Grund zur Messung des Ferritinspiegels ist die Abklärung einer Blutarmut oder sogenannten Anämie. Zur Bildung von Blut ist Eisen zwingend notwendig. Das gleichzeitige Vorliegen einer Anämie und einem niedrigen Ferritinspiegel ist charakteristisch für eine sogenannte Eisenmangelanämie. Das bedeutet eine Blutarmut, die dadurch entsteht, dass der Eisenvorrat erschöpft ist und Blut nicht mehr ausreichend neu gebildet werden kann. Diese Erschöpfung erfolgt entweder durch eine mangelnde Aufnahme von Eisen, aber häufiger und noch wichtiger auch durch einen chronischen Blutverlust. Das bedeutet, dass bei einem chronischen Blutverlust dieses Blut kontinuierlich ersetzt werden muss, wozu es zu einem erhöhten Eisenverbrauch und schließlich zu einer Erschöpfung des Eisenspeichers kommen kann. Entscheidend ist hier auf der einen Seite natürlich eine Gabe von Eisen, aber ebenso wichtig oder noch wichtiger ist es herauszufinden, weshalb es zu dieser Erschöpfung kommt, um die eigentliche Ursache dieser Anämie zu erkennen. Doch aus welchen Gründen ist der Ferritinspiegel in der Praxis oft niedrig? Hier sind einige Beispiele. Bei einer 35-jährigen Frau wird zu einer Abklärung einer Blutarmut Ferritin gemessen. Das Ergebnis ist sehr niedrig, doch ihr Eisen liegt im Normalbereich. Sie berichtet von starken Monatsblutungen seit Absetzen der Pille vor etwa 6 Monaten. Frage 1 ist, was ist die Art der Anämie? Und Frage 2 ist, was ist hier die wahrscheinlichste Ursache? Ihr könnt das Video pausieren, kurz drüber nachdenken. Ich verrate euch die Antworten. Natürlich ist es eine Eisenmangelanämie, denn sie hat eine Anämie mit sehr niedrigem Ferritinspiegel. Das spricht für ein Aufbrauchen des Eisenspeichers. Die wahrscheinliche Ursache sind diese starken Monatsblutungen. Also das ist der Blutverlust, hier relativ offensichtlich, bedarf natürlich weiterer Abklärung. Es kann natürlich ganz harmlos sein, dass die einfachste Lösung ist, dass sie vielleicht wieder die Pille nimmt, aber es kann natürlich auch andere gynäkologische Bedeutung haben. Das heißt, hier an der Stelle ist es jetzt wichtig, nicht nur Eisen zu geben, sondern auch eben dieser Ursache für die Blutung auf den Grund zu gehen. Beispiel Nummer 2, bei einem 78-jährigen Mann wird nun Ferritin gemessen. Der Ferritinwert ist ebenso niedrig. Aber doch dieser Patient berichtet von häufiger Verstopfung, von Magenschmerzen und gelegentlich pechschwarzem Stuhlgang. Und wieder die Fragen, was ist die Art der Anämie und welche Ursache ist auszuschließen? Und natürlich auch hier ist das Ferritin erniedrigt, liegt eine Anämie vor, also wahrscheinlich eine Eisenmangelanämie. Jedoch scheint es hier zu einem Verlust im Magen-Darm-Bereich zu kommen. Das ist natürlich gerade bei älteren Patienten besonders besorgniserregend, muss natürlich unbedingt abgeklärt werden, also beispielsweise mit einer Magenspiegelung, Darmspiegelung. Also da es sich jetzt hier um so schwarzes Blut handelt, würde ich eher stärker von einem Magenproblem ausgehen, aber Darmspiegelung ist sicher auch notwendig, einfach um herauszufinden, warum es zu diesem Blutverlust kommt. Das wichtige Prinzip hier ist es natürlich, den Patienten oder die Patientin zu behandeln und zu sehen und nicht nur den Laborwert. Das bedeutet den Laborwert natürlich nur im Zusammenhang mit den Beschwerden und dem Alter und Risikofaktoren und so weiter der jeweiligen Patienten zu sehen, sodass dann nicht nur der Laborwert behandelt wird mit einem Eisenpräparat, sondern auch die grundlegende Ursache gefunden werden kann. Welche Fragen habt ihr zu Ferritin? Schreibt in die Kommentare und ich werde sie beantworten.
Wenn euch das Thema interessiert, schaut auch meine Videos zu hohem Ferritin sowie zum Ferritinhaushalt insgesamt und abonniert den Kanal und erhaltet weitere Videos zu interessanten medizinischen Themen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.